So, Palast. Einmal hier bitte. Und du erkundest mal die Insel für uns weiter. Erst die Nilfährte. Euch beide würde ich am liebsten gerne zu Helden machen. Als Sammler. Okay, hier oben sind sehr viele Giraffen. Und noch ein kleiner Wald. Sehr gut. Und hier könnte ich noch zwei Fischergründe in Anspruch nehmen. Das mache ich auch am besten gleich mal. So, jetzt verstärken wir Gebäude. Und erforschen die heroische Erneuerung ziemlich schnell am besten. Hier würde ich noch einen Turm hinsetzen und dann können wir anfangen, hier dicht zu machen. Da ist noch ein Affe. Und ja, einfach weil ich es gerade kann, mache ich aus den beiden gute Sammler. Beziehungsweise Helden, Dorfbewohner. Und da oben wären noch Zebras, also Jagdgründe haben wir genug. So, ihr beide, damit ihr nicht im Weg seid, begebt euch mal hier hin. Und ich könnte eigentlich hier an dem Engpass zwei Türme errichten. Die sollten dann besser helfen gegen Schiffsangriffe. Jo, der Affe. Dann wirst du auch mal ein Heldenfarmer. Wie sie dann auch... blonde Haare haben sie vorher auch schon. Sie leuchten einfach bloß hübsch. So, da wäre die Furt über den Fluss, die mir etwas Unbehagen macht. Am besten errichte ich hier auch mal schnell einen Turm und mache das dann später irgendwann mal dicht. Du gehst dann weiter sammeln. Jo. Du errichtest dann hier noch einen Turm, wenn wir gleich das Holz dafür haben. Und ihr tötet weiter Nilpferde. Und ja, es ist praktisch, dass ich meine Jäger zu Helden gemacht habe. Die können sich dann nämlich regenerieren. Genau wie ihr beide. So, bessere Einheiten. Und ja, es ist gerade, es ist erschreckend ruhig, muss ich sagen. So, noch eine Goldader hier. Oh, hier ist noch ein Übergang. Ja, meine Wirtschaft ist hier doch recht angreifbar. Also würde ich sagen, ich ziehe hier eine Mauer und hier hin eine Mauer. Ja, Mauern ziehen, das ist einfach. So. Besserer Holz- und Goldabbau mal. Du errichte mir bitte eine Schmiede, dass wir das auch mal haben. Das kann mal weg. Ich mache das nämlich ein bisschen anders. Nämlich so. Ja, super Mauer. Und wenn ich genug Nahrung habe, könnte ich mal auf Orichalkus-Welle upgraden. Das Upgrade auf jeden Fall mal machen. Und jetzt machen wir auch
hier mal zu. Und zwar werden wir hier auch ein Tor einbauen. Deswegen habe ich das jetzt so komisch gebaut. Die schicken einen Rock. Die wollen mir hier Einheiten einfach hinter die Linien setzen. Ich glaub's ja nicht. Und da ist so ein blöder Petchestros. So, bessere Türme sind schon mal da. Bessere Dorfzentren kommen auch. Und ja, die wollten hier tatsächlich Arbeiter rüberschicken. So, die Zebras jagen sie selbstständig. Sehr gut. Sammelt mal weiter Gold und macht mal Bronzewaffen. So, Petchetchus weg. Du baust mir mehr Türme. Und wir brauchen dringend noch das letzte Holz-Upgrade, so, zum Holz-Sammeln. Also ja, abgesichert sind wir schon mal. Gold müssten wir dort auch genug haben. So, dort bauen wir hier oben irgendwo einen Marktplatz hin. So, das letzte Sichtweiten-Upgrade wäre eigentlich auch nicht schlecht. Und ja, man merkt, ich halte gerade meine Ressourcen ziemlich am untersten Endpunkt. Und das hier ist eine ziemlich gute Aussichtsposition, fällt mir gerade so auf. Ich würde sagen, wenn der Tempel hier ordentlich gesichert ist, bilde ich eine kleine Armee aus, um mir mal die Reliquie da zu holen, dass wir wenigstens mal eine Reliquie haben. Ressourcen kommen ja zum Glück jetzt rein. So, bessere Panzerung. Besserer Goldabbau. Wie sieht das hier mit besseren Schleppnetzen aus? Skopos? Jo. Da kommt schon wieder ein Angriff. Du? Reparier mal den angeschlagenen Turm. Der steht definitiv etwas zu weit vorne. Mittlerer Schleuderkämpfer. Oh ja, stimmt. Ich wollte ja Orikalko... Brossewelle. Ja. Orikalkumwelle, die kommen ganz, ganz weit später. Also ich denke mal, Rot greifen wir als letztes an. Oder Gelb. Weil Gelb ist bis jetzt noch ziemlich ruhig, muss ich sagen. Vielleicht haben wir ja mit Gelb ein bisschen Glück. So, jetzt fehlt uns langsam Gold. Aber Goldminen große haben wir zum Glück sehr viele. So, das ist die letzte Giraffe. Da müssen wir uns die Zebras hier oben zu Gemüte führen. Ich könnte die Sichtweite meiner Gebäude nochmal erhöhen. Ich könnte jetzt erstmal hier ein Tor einbauen. Und Eisenwelle, guckt euch mal an, wie teuer die sind. 600 Nahrung, 450 Gold. Also nee, Eisenwelle fallen glaube ich erstmal flach. Zumal wir gerade kein Gold mehr haben, da die Goldmine leer ist. So, ihr Zebras. Und dann sind irgendwann Felder an der Reihe. Dafür fehlt uns noch die letzte Verbesserung. So, waffenmäßig sind wir voll und ganz einsatzbereit. Jetzt fehlt uns nur noch schwere Infanterie.
Leto bietet den Feist aus den Stahlgeraden, um ihn zu werten. Androiden sind eigentlich gar keine so schlechten Einheiten. Ja, kann ich mir überlegen, ob ich mir mal ein paar besorge. Und da kommt schon wieder ein Angriff. Der ist aber jedoch kaum der Rede wert gewesen. So, Elite-Infanterie, also schwere Infanterie erforschen. Dann machen wir auch mal mittlere Kavallerie. So, wo ist mein einer, der nichts zu tun hat? Der kann mir da nämlich hier eine Konterkaserne und noch eine zweite Kaserne errichten. Oh, und dann muss er dringend hier die Mauer reparieren. Ja, Orange sollten wir als erstes ausschalten, da Orange ziemlich stark angreift. Und ich werde wahrscheinlich 5 Bogenschützen hier postieren. Also Heldenbogenschützen. So, das verbessern. Und noch eine zweite Kaserne. Oh, und da ist ein gelber Arbeiter. Okay. So, bessere Felder. Und das auch noch einfach zur Vollständigkeit. Dann müssen wir mal gucken, dass wir mit ein paar Herrenhäusern unsere Bevölkerung mal schön erhöhen. So, ich denke mal, hier ist alles gut, deswegen reparierst du jetzt mal die Mauer hier. Währenddessen sende ich meine kleine Heldentruppe hier. Ist wirklich nicht groß, die Heldentruppe. Aus, um... ja, um die Reliquie zu holen, die hier in der Wüste rumliegt. Und ja, mit einer kleinen Helden... Die Reliquie in dieser Wüste scheint herrenlos. Ja, die scheint wirklich herrenlos, aber ich... Der Fluch der Sand, Kreaturen des Seth. Genau das nämlich. Aber das ist nicht der Rede wert eigentlich. So, die Mauer ist repariert. Wirkt schon wieder demoliert. Du wirst jetzt auch mal ein Held. Ihr werdet Helden. Ja, wie das klingt. Ihr werdet jetzt Helden. So, noch ein Trupp um Milos. Und dann bräuchte ich demnächst mal Zerstörer. Du hack weiter Holz, weil Holz geht uns gerade aus. Und ja, die bauen wirklich überall diese blöden Obelisken auf. So, mehr Stabilität für Gebäude wäre noch einmal nicht schlecht. Oder aber erstmal doch Eisenwelle. Erst einmal doch Eisenwelle. So, ihr kriegt auch einen Defensivbefehl. Ihr seid nämlich einfach da bloß zum Beschützen. Und da unten wäre wirklich noch eine Goldader. Also wenn uns wirklich mal das Gold auf unserer Insel nicht reichen würde. Nee, die Momilos hatte ich mal schön zurück. Und wenn ich das richtig sehe, ist hier sogar ein Hintereingang in die orangene Festung. Ich könnte mir also auch gleich die Reliquie von denen holen. Und ja, ich merke gerade, ich decke hier zu viel auf. Na? Ein Anubiter-Wächter gegen ein Heldenorakel. Das ist auch mal ein interessanter Kampf. Und ja, wir haben Eisenwelle. Das heißt, unsere Welle sind jetzt
fast schon uneinreißbar, wenn ich jetzt noch das Upgrade erforsche, sind sie es. Und ich könnte noch meine Kiero-Ballister verstärken, ja, wenn ich ein paar davon ausbilden möchte. So, lieber noch ein paar von denen. Fernkämpfern.